Willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich muss gerade 2002 sagen. Ja, 2012 passt besser. So. Gleiche Position wie gestern. Nichts verändert. Doch, es hat sich was verändert. Wieso sind die Trucks da wieder normal? Hat sich jetzt gar nicht ein hier. Hätten wir auch speichern können. So, anmachen. Reingehen, PDA an, bisschen anpassen, M drücken, Frachtmarkt. So, einmal alles schnell durchgehackt. Und wo fahren wir denn hin? Waren wir schon dort? Jo, dort waren wir schon, weil ich das hier gerade oben gesehen habe. Duisburg waren wir auch schon. Ich würde mal sagen, wir fahren nach Dortmund. Oder? Nee, 20. Wir machen unsere erste Fahrt, in der wir 20.000 kriegen. Hoffentlich. Das geht bestimmt schief, aber ich gehe das Risiko ein. Da muss ich kein Glas transportieren, das ist ein bisschen zu gefährlich. Das wäre das erste Mal, dass wir einen Glastrailer hätten. So, wäre auch geil. Also egal. So. Jetzt erstmal eine kleine Ansprache. Würde ich jetzt mal so sagen. Heute, der 1. Dezember. Ich mache jetzt keine Weihnachtsansprache oder so. Nee, ich mache einfach nur mal, ich sag heute nur, was ich mache. Die Folge. Folgenspezifisch nur. Diese Folge, Part 42, müsste das sein, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, wird Überlänge haben. Und zwar habe ich vor, so ungefähr eine Stunde lang zu machen. Seht es als vorweihnachtliches Geschenk. Aber für mich hat es den Grund, dass ich morgen überhaupt keine Zeit habe. Weder zum Aufnehmen noch zum Hochladen. Weshalb ich mich heute dafür entschieden habe, eine Stunde aufzunehmen und das dann hochzuladen. Ich hoffe, ich komme mit der Zeit hin, denn ich habe heute auch nicht ewig Zeit. Also ein bisschen so... Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und hält einen davon ab, am PC zu sitzen. Blöde Familie. Bitte nicht zu ernst nehmen. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, so. Ich bin voll ausgebucht dieses Wochenende sozusagen. Jeden Tag ist irgendwas. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, nehme ich Vormittag schön auf. Ja, toll. Bis mittags durchgeschlafen, weil ich ja noch gestern Abend musste ich unbedingt noch mal die neue Minecraft Modifikation Feeds Beast ausprobieren. Das ist ein Modpack und naja, es wurde Mitternacht, es wurde 1, es wurde 2, es wurde 1:30, habe ich gesagt, scheiße, ich muss ins Bett, geh nicht mehr. Erstens war ich zu müde und zweitens hatte ich auch was vor eigentlich am nächsten Tag. Naja. Boah, Leute, ich würde da gerne rüber über die Ampel. Packen wir hier schön die Ausfahrt zu, sagst du? Kein Problem, mache ich mit. Ist ja nur Tradio. Kann man zuparken. Boah, dieses An- und Abfahren, das kostet doch bestimmt total viel Benzin. Das mache ich den jetzt einfach mal aus. Jetzt ist es schon wieder grün, jetzt wo ich gerade stehe. Der Wahnsinn. Der fahr doch! Gib Gas! Boah, drei Autos. Oder vier. Oh! Das war knapp. Das war verdammt knapp. Wieder ausmachen. Sprit sparen. Oh, die stehen da hinten schon so ein bisschen. Oh, grün. Blinker setzen. Oh Gott, der will links abbiegen. Hältst du an? Nee, er fährt. Boah. Gleich gefahren. Unglaublich. So, jetzt habe ich gerade so das Gefühl zum Niesen. Ich will aber nicht niesen. Muss ich mich erst muten. Dann würde ich mich erst muten, dann muss ich erst mein Ding finden.
das die kleine Anhängsel da, kleine Plasteding mit Kopfhörern. Okay, ich glaube, alles ist gut. Nicht niesen. Gut. Alles gut gegangen. So, was war denn so heute? Am 1. Dezember. Am 30. Nee, am 30. November war das schon. Wurden neue Spiele gegreenlightet auf Steam. Und dabei war auch der Euro Truck Simulator. Also das bedeutet, dass der Euro Truck Simulator bald über Steam erhältlich sein wird. Je nachdem, wie schnell sich Valve und Rondo Media da auseinandersetzen. Beziehungsweise SCS Software. Ich weiß nicht wer, also es müsste eigentlich der Publisher machen. Nicht so der Entwickler, also Rondo Media. Valve ist der Betreiber von Steam, der auch für Spiele wie Portal verantwortlich ist, aber auch Half-Life, Counter-Strike, also gute Spiele. Ist ja eigentlich auch, Steam ist ja eigentlich auch erst so eine Plattform gewesen wie Origin, dass es eben nur Spiele von denen da gab. Und das hat sich eben ausgebaut mit der Zeit. Und ich liebe Steam. Also, okay. Anderes Thema. So, wieder zurückkommen. Was bedeutet das für den Eurotruck-Simulator? Das bedeutet erstens viel Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass ihn sich vielleicht auch welche kaufen. Denn von den Screenshots her sieht er ja verdammt gut aus. Auch so sieht er auch gut aus. Das ist jetzt kein hässliches Spiel. Für einen Simulator schon eine Wucht. Die Landschaft zwar jetzt nicht so, aber so die Trucks-Modelle, die auch mit diesen mitbewegen. Oh, da ist einer neben mir. Kommst du denn her? Dennoch die Tuning-Möglichkeiten. Ich glaube, da werden manche sogar das Spiel kaufen, auch wenn die sonst mit so einer Trucks-Simulation nichts am Hut haben. Ist ja beim Landwirtschaftssimulator genauso, der wurde da ja auch viel gekauft. Es ist also, wenn man, wenn ein Spiel auf Stream, auf Steam kommt, ist das wie ein Ritterschlag sozusagen. Dann hast du es wirklich geschafft. Und diese Greenlight-Aktion finde ich auch hammergeil von Steam. Dass da jeder da einfach ein Spiel hochladen kann. Und das wird dann von der Community bewertet, ob sie es haben wollen oder nicht. Also, ist eigentlich total geil. Ein weiteres cooles Spiel wurde gegreenlightet, und zwar The Light. Ist von einem, ist von Russen gemacht. Ich glaube von so einem Art-Studio oder so. Steht da in der Beschreibung. Aus Moskau. Ich muss sagen, das sieht hammergeil aus. Und wenn man sich den Text dazu durchliest, hast du sofort Lust auf das Spiel. Auch wenn es gibt eigentlich keine Story. Du kannst machen, was du willst. Menschenleere Welt. Und ich habe jedes Mal eigentlich darauf gewartet, dass das gegreenlightet wird. Ich habe es positiv bewertet und sogar favorisiert. Ich beim Eurotalk Solo hatte auch gemacht, weil ich einfach nur wollte, dass dieses Spiel Anerkennung kriegt. Und weil ich da noch gehofft habe, dass es vielleicht vor dem Release rauskommt, dass ich mir das über Steam kaufen kann. Hat es jetzt nicht ganz geschafft, aber hey, es kommt auf Steam. Was willst du mehr? Da könnte ich jetzt ja einfach schön in Steam Overlay mal gehen oder sonstiges. Vielleicht gibt es ja sogar Achievements. Kaufe ein Scania, kaufe ein Renault oder sowas. So weiter und so fort. Natürlich Mercedes. Das ist die Premium-Auszeichnung. Fahre so und so viele Kilometer. Ein paar Achievements. Ich hoffe, dass man das mit dem Produktkey, den man hat, auch über Steam aktivieren kann, das Spiel. Oder dass hier so mit so einem Patch ein kleines Ding eingefügt wird, wenn du so die normale LAN-Version hast. Dass man es dann umwandeln kann als Steam-Version. Würde ich hammergeil finden. Würde ich sofort machen.
Denn Steam bietet ja auch eine gute Übersichtsmöglichkeit, wie viel hat man gespielt und so weiter und so fort. Also News kriegst du, Updates werden automatisch installiert. Was willst du mehr? Das ist eigentlich perfekt. Und irgendwie ist bei meinem Update was schiefgelaufen bei dem letzten, denn eigentlich sollten Busse hier rumfahren. Ich habe noch keinen Bus gesehen. Das wollte ich eigentlich schon immer mal im Part ansprechen. Hab ich immer vergessen. Was habe ich dran gedacht? Oh! 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 Geh vom Berg runter, du Affe! Alter! Du bist den Berg runtergefahren, da kriegst du auch keinen Schaden. Okay, die Ladung ist heil geblieben. Puh! Zumindest etwas. Was transportieren wir eigentlich nochmal? Ein Kraftstofftank. Also, der läuft über eine ADR-Lizenz. Das bedeutet, wir haben sogar was geladen da hinten drin. Wir haben Container-Auflieger, also so eine Containerform. Finde ich eigentlich relativ schön. Diese Gefahrgutsachen finde ich sowieso sind die schönsten Trailer. Die Schwerlastsachen, wenn du zum Beispiel Bagger hinten drauf hast, die finde ich gar nicht so schön. Vom Aussehen her. Da sind die Gefahrgutsachen, so hier in Containerform, viel schöner. Ich finde auch diesen Premium-Trailer nicht so schön. Nehmen wir den hier irgendwo? Irgendwo? Hm. Kriege ich gerade nicht ins Bild. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Mit der Fahrt haben wir dann über 100.000 Euro. Ist ja auch nicht verkehrt. Komm, fahr rum. Oder fahr vorbei, nicht fahr rum. Der hätte mich ja geschnitten. Das will ich ja nicht. Also, hätten wir schön viel Geld. Würde mich freuen. Dann fehlt ja nicht mehr so viel. wenn man es mal so sagt. Oh! Und mittlerweile ja 20.000 pro Fahrt. Ich bedenke, am Anfang gab es glaube ich 5.000. Da sieht man schon die Veränderung. Eine sehr positive Veränderung. Pah! Muss ich nochmal bremsen. Bräuchte eine Tankstelle, sehe ich gerade. Also nächste Tankstelle müssten wir mal kurz anhalten und voll laufen lassen. Sollte kein Problem sein, hier müsste ja irgendwo eine sein. Wenn denn nach hinter Bremen müsste eine sein. Alter, da ist wieder einer neben mir. Was ist denn hier los? Immer zur Ausfahrt oder wie? Hier zwischen Hamburg und Bremen ist auch eine. Da werden wir mal kurz rausfahren, tanken und dann geht's weiter Richtung Duisburg. 334 Kilometer, sagt das Navi. 333. Bitte einmal einen ausgeben, Herr Navi. Also, was kann man denn noch so quatschen? Ich habe ja jetzt Zeit. Ich könnte mir jetzt eigentlich ein schönes, langes Thema aussuchen. Problem Nummer 1, mir fällt keins ein. Ich bin ja immer so gut vorbereitet. Naja, also 1. Dezember. Ich glaube, da kann man ein bisschen drüber philosophieren. Das sollte passen. Zumindest bis zur Raststätte sollte das passen. Naja, also es ist wieder soweit. Der Countdown bis Weihnachten beginnt mit einem schönen Weihnachtskalender. Ich glaube, der kommt nie so wirklich aus der Mode. Am Anfang hatte ich immer noch so, dass ich die Türen vorher geöffnet habe, bevor es wirklich soweit war, weil ich nicht warten konnte. Mittlerweile ist es so, dass ich das an manchen Tagen sogar vergesse. Soweit bin ich da mittlerweile schon beigekommen. Aber okay, habe ich an einem Tag zwei, ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, der Weihnachtskalender ist sogar eine deutsche Erfindung. Will nichts Falsches sagen.
Aber es müsste so sein. Denn es ist der 1. Dezember. Glaube ich auch noch. Ist ja nicht Winteranfang oder so? Oder war der nicht vor kurzem erst? Da müsste ich mich jetzt umdrehen, auf meinen Kalender gucken. Okay, da steht noch November. Lassen wir das mal. Da müsste ich jetzt sowieso aufstehen, darauf habe ich keine Lust. Das ist Bewegung. Fast 500 Liter, 726 Euro. Und für 1,46 haben wir getankt. Aber wie schön billig das in Polen war. Ist doch blöd. Wie also billig tanken. Müsste hier so ein Ölscheich-Add-on geben. Oder Mod. Mod ist, glaube ich, besser. Dass man nur so 30 Cent pro Liter bezahlen muss. Gibt es ja in den Staaten wie Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Bahrain. Kuwait nicht so, ne, oder? Aber Saudi-Arabien, Katar. Katar ist übrigens das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Und auch der größte CO2-Ausstoß. Also der größte Luftverschmutzer. Mit ihren fetten Klimaanlagen, dicken Autos und was man sonst noch alles hinbauen kann. Die drehen ihre Klimaanlagen ja so, dass es draußen hält es kaum aus mit über 40 Grad und innen drin hast du, das ist dann so kalt, dass du frierst. Das ist einfach nur zu zeigen, hey, wir sind geil, wir haben Geld. Aber da würde ich auch gerne mal hin. Gerne nach Bahrain. Da ist ja, haben sie ein Hochhaus, so zwei Türme nebeneinander und dazwischen ein Windrad. Also das ist doch hammergeil, das würde ich gerne mal in echt sehen. Also allein mal so ein schönes warmes Land beim Quad durch die Wüste heizen oder so aus einer Art. Irgendwas Cooles. Wir würden ja auch die ganzen Autos reichen, die man da sieht. Wenn da einer mit dem Ferrari an einem vorbei rast oder so. Also schön durch die Stadt fährt, so ganz provokant. Stelle ich mir schon cool vor, so ein Land. Ist jetzt ja nicht so, dass jeder so viel Geld hat, aber die das Geld haben, die zeigen es auch. Tja, so ist das nun mal. Wenn man in Deutschland Geld hat, zeigt man es lieber nicht, weil die sonst sein Auto abfackeln. Da kannst du zeigen. Da gibt's sowas nicht. Und wenn sie sowas machen, dann machen die noch ein Gesetz, was besagt, dass darauf die Todesstrafe, also dass darauf die Todesstrafe folgt. Setzt er dann nochmals mit so ein paar Millionen durch. Blöder Regen. Bin ich vor ihm gerade wieder runter. Ich meine, außen, da hab ich immer eine höhere. Nicht nur leicht, sondern auch mal ganz schön höher. Aber okay. Soll ja kein Problem sein. Ich war eigentlich beim... Wie bin ich eigentlich vom ersten Advent auf Ölscheiß gekommen? Wir waren tanken. Mein Gott, wir waren tanken. Ist so logisch, dass man auf Ölscheiß kommt. So, wieder zurück zum Thema. Ja, erster Advent, die Zeit beginnt. Ich glaube, das habe ich vorhin auch schon. Genauso habe ich, glaube ich, auch angefangen. Nee, der Countdown beginnt. Für Weihnachten und, naja, Weihnachten ist ja immer was Schönes. Man kriegt Geschenke, ohne dass man dafür viel machen muss. Gesungen wird unterm Baum sowieso kaum noch. Ich find's gut. Muss es mal, wo ich klein war, machen. Jetzt
bin ich alt genug, um zu sagen, nee, mache ich nicht. Ich glaube mal, das ist in den meisten Familien so. Deshalb kam auch diese Statistik zu. Dadurch. Die muss ja auch irgendeinen Grund haben. Oder muss ja so sein. Die Eltern werden auch immer jünger. Die Eltern sind jetzt auch eine andere Generation mittlerweile. Von den jüngeren Kindern. Die wollen auch nicht mehr singen. Weshalb sich das eigentlich erledigt hat. Nur noch ein paar, die das machen. Ich würde jetzt sagen, wenn ich ein Kind hätte, dann... Solange es singen will, soll es singen. Aber ich bin 16, das hat Zeit. Ich muss jetzt nicht über Kinder reden. Ich bin selber noch ein Kind. Wir werden müde. 1 Stunde 37. Boah, nee. Wo ist denn hier ein Rastplatz? Ich sehe keinen. Nicht optimal, Leute. Nicht optimal. Ich kann das Spiel eigentlich wieder ausmachen. Ich dachte, es wäre so eine alte Ausfahrt. Aber es war schon eine gute Ausfahrt. Wenn nicht, ziehe ich einfach rüber. Ist mir denn egal. Muss ich mich nicht erst umgucken. 90, also schnell können wir sowieso nicht fahren, was uns das Ding da oben nicht interessiert. Weiter geht's Richtung Dortmund, Amsterdam auf der A1. Irgendwie habe ich jetzt noch nicht geschafft, über Weihnachten so viel zu philosophieren, wie ich eigentlich gewollt hätte. Mir ist einfach nichts eingefallen. Uah. So weit darf man nicht einlenken. Mein Gott, bleib auf der Spur. Was ist denn gerade los? Wie anfällig bist du denn gerade? Aber alles gut gegangen. Ich bin ja nur so ein bisschen auf Parallelen rumgekurvt. Puh. Gott sei Dank ist nichts schief gegangen. In meinem anderen Spielstand fahre ich hier mit dem Renault Premium rum und der liegt wie ein Brett auf der Straße. Der fällt bei so einem Kurven nicht um. Egal, was ich hinten dran habe. Auch wenn ich nur so einen kleinen Schutt-Ding dran habe, wollte ich gerade sagen. So ein Kipper-mäßig. Zum Beispiel Kohle transportieren oder sowas wie Sand. Ich habe mal kurz auf den Blinker gedrückt, habe ich gesehen. Ah, ist eine gute Ausfahrt. Wieder ausmachen. Das liegt aber daran, dass hier es jetzt dreispurig wird wieder. Naja, mit der Zeit kennt man hier die ganzen Map-Elemente. Vor allem, weil es das, glaube ich, schon seit dem ersten gibt, dieses Element. Also, Euro Truck Simulator 1. So, fahren wir raus und müssen wir mal kurz analysieren. Bis hier schaffen wir das noch. 1 Stunde 30 Minuten wären wir da, deshalb in ungefähr einer Stunde sind wir da. Ja, das passt. Ich halte jetzt hier nicht an. Ich will hier nicht an der Autobahn stehen. Idiot. Das wäre, wenn einer gekommen wäre. Wäre ich entweder dir reingefahren oder dem da hinten. Duisburg, Düsseldorf, Köln. Da, den Trailer meinte ich vorhin, dass ich den gar nicht so schön finde. Den Premium Trailer. Den werden wir ja gleich nochmal wiedersehen, schätze ich mal. Jetzt werden die erstmal wieder ein bisschen wegziehen, bis die ja wieder zu langsam sind. Ja, ich gehe da eigentlich nur geradeaus erstmal. Die Abbiegerspur kommt ja erst später. Sie werden müde. Ich weiß. Ich habe ja gerade schon analysiert, wie weit ich noch komme. Das kommt auch, es hängt auch damit zusammen, wie gut ich jetzt an denen hier vorbeikomme. Das sieht gut aus.
Ohne Licht fahren, das ist aber sehr gefährlich. Na, Kurve überholen auch. Und ja, hier, diesen Trailer, den finde ich gar nicht so schön. Aber Geschmackssache. In diesen Verkleidungen extra nach unten finde ich die nicht so schön. Boah, wir sind so geil vorbeigekommen, das ist ja... Hier, einmal bitte Applaus für mich, weil ich es so gut geschafft habe. Und hier kein Gegenverkehr kam. Hier haben wir einen Fontamerie vor uns. Und von vorne kommt ein MAN mit Holz. Da kommt keiner, wenn wir vorbeiziehen. Ein Iveco. Als Zugmaschine. Duisburg, Amsterdam. Oh, ich wollte nicht nach Amsterdam. Ja, ich weiß. Das brauchst du mir nicht jedes Mal sagen. Ich hab's mitgekriegt. 8 Minuten. Also durchfahren können wir definitiv nicht. Da lege ich mich jetzt einfach mal drauf fest. Wir hätten auch nicht mehr bis Zeiten fahren können, theoretisch, aber nachher nichts damit zu tun. Soll ich nicht überholen? Schaffe ich das noch? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Jetzt ist ja auch schon die Sperrlinie. Hätte ich vermutlich noch gerade so geschafft, aber ach, was soll's. Noch dahinter bleiben. Der Trailer sieht aber cool aus von FCP. Muss ich mal so sagen, der sieht cool aus. Obwohl ich den neuen Transinet-Trailer auch richtig schön finde. Die sehen alle gut aus, aber manche stechen doch noch so ein bisschen aus der Masse hervor. Und ja, ich werde müde. Ich weiß. Ich weiß das. 2 Minuten, dann sind wir da. Dann können wir uns ja auch ein Hotel suchen. Müssen wir hier nicht anhalten. Hier müsste ich sowieso eine Runde fahren. Übermüdet bin ich sowieso schon. Ach, die paar Minuten werden wir schon keine Strafe für kriegen. Okay, ich dachte, die ploppt jetzt direkt auf, aber okay, das Spiel lässt sich doch noch ein bisschen Zeit. Richtig schön die Kurve genommen. Richtig schön Pro-mäßig. Ich weiß auch, dass hier keine Ampel ist, also kann ich ein bisschen schneller ranfahren. Jo, ja, nicht, wenn die abbiegen wollen. Denn haben sich doch mal ein bisschen ab. Wenn die gerade ausfahren wollen, ist das ja was anderes. Dann fahren die ja direkt. Aber so besteht die Gefahr, dass die anhalten. Wenn die anhalten, habe ich ein Problem. So. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit. Um das Park... Ja, automatisches Einparken könnt ihr jetzt sogar machen. Bloß, dass ich hier nicht schlafen darf. Schön rein. Bäm. Zwar nicht ganz genau, aber passt. So mag ich's. 20.000 haben wir gekriegt. Und ein Levelaufstieg. Profi. Ah, so gefällt's mir doch. Ich habe eine ganze Menge Erfahrungspunkte. Was machen wir denn? Fernfahrten will ich nicht. Ich würde sagen, zerbrechliche Fracht hauen wir einmal rein. Was kriegen wir denn hier? Just in Time. Anstieg um 3% nur. Und für dringende Lieferungen würden wir mehr kriegen. Aber ich glaube, wir machen zerbrechliche Fracht. So, jetzt erstmal Schlafplatz suchen. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt bis zum Hotel durch. Bisschen hochwertigeres Schlafgefühl. Und dann haben wir das auch mal erkundet. Aber der Euro-Goodies-Trailer sieht auch nicht schlecht aus. Also mit diesem, wie so eine aufgehende Sonne. So sage ich das jetzt einfach mal.
Scania davor sieht auch nicht schlecht aus. Kommen die nicht vom Fleck hier, die Idioten? Eigentlich müsste ja auch stehen, wie lange man schon übermüdet ist. Also so müsste es in Minus gehen. Das ist dann zum Beispiel ab 30 Minuten oder so gibt es dann die Strafe. Na komm, schlaf. Das wäre jetzt eigentlich der Punkt gewesen, an dem ich die Aufnahme unterbrochen hätte. Aber nicht heute. Nicht heute. Heute gibt es Premium-Folgen. Eine Premium-Folge, nicht Premium-Folgen. So, Frachtmarkt. Wir sind in Duisburg. Nach Nürnberg, da waren wir noch nicht. Wieder über 20.000. So gefällst du mir. So gefällst du mir. Schwere oder übergroße Ladung? Sogar gar nichts. So weit oben. Hier wäre denn das erste Mal zerbrechliche. Nach Erfurt. Da wollen wir nicht. Oh, jetzt habe ich das nicht. Das Navi-Ziel festgelegt. Nürnberg, jetzt Navi-Ziel festlegen. NWFC, also gleich hier vorne. Ich nur einfach merken können. Ja, auch gereicht. Aber wenn es Komfortfunktionen gibt, nutzt man die auch meistens. Oder oft. Wieder 20.000, dann sind wir schon fast bei 140. Da geht gerade ziemlich schnell mit dem Geld. Nicht damit gerechnet, dass wir 20.000 pro Auftrag kriegen. Mittlerweile. Halt an! Verstehst du, da halt an nicht. So, perfekt stehen. Und weiter geht's. Richtung Nürnberg. Das bedeutet wieder die Landstraße da zurück. Ah ne, wir fahren da glaube ich, wir fahren jetzt andersrum raus. Ich glaube, das ist zweispurig. Also eine gut ausgebaute Bundesstraße. Also vierspurig ja eigentlich. Man muss das ja von beiden Seiten zählen. Ah, da kann ich nur noch fahren. Was soll ich denn da machen? Anhalten, keine Chance. Naja. Müssen wir jetzt mit leben. Oh, jetzt wieder ganz entspannte Nachtfahrt. Ganz in Ruhe. Licht soll man hier anmachen. Habe ich schon an. Habe ich doch schon mitgedacht. Den Tunnel könnte man auch mal wieder sanieren. So eine Generalüberholung. Na, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sowas mal machen würde. Aber... das liegt im Ermessen des Betrachters. Da will ich mich nicht einmischen. Und jetzt ganz entspannt durchfahren. Oh! 500 Kilometer. So, Schaden gekriegt? Nee, alles gut. Alle Dude. Alle Dude. Alle Dude. Der glaube ich geht nicht gut. Oder kommt man noch zum Stehen? Knapp, knapp, knapp. Passt. Wusste ich doch. Das war grün. Das gelb. Das rot. Wir können Gas geben. Ich liebe es in der Nacht, weil man immer schön die Reflexionen sieht. Immer schön die Lichtkegel. Da ist noch einer. Können wir noch nicht rüberziehen. Jetzt können wir rüberziehen.
Das können so nicht alle Landstraßen aussehen. Richtig schön. Platz, extra Spur. So habe ich es doch gerne. So brauche ich nicht mal eine Autobahn. Weil die hier auch schön schnell fahren. Ach, ist das nicht toll. Aber ich finde es wirklich blöd, das ist der dritte Teil. Die haben es immer noch nicht geschafft, dass die auf Landstraßen schneller fahren. Das ist schrecklich. Total idiotisch. Oh. Ach, jetzt sehe ich das schon nicht mehr. Schon zu hell. Das ist ja schon 5, also. Kein Wunder. Das ist auch so ein schönes Bild hier. Okay, jetzt hängt die Leitplanke im Weg, das stört die Kamera ein bisschen. Das ist ein schönes Bild hier, außer von hinten. Wieder nach vorne gehen, aber dazu habe ich gerade zu viel Angst. Das verhaue ich öfter gerne mal. Öfter gerne mal. Perfektes Deutsch. Respekt an mich selbst. Du bist ein Genie. Hoppala, nicht dagegen fahren. Das wäre nicht so praktisch. Aber wenn ich hier die 116.000 lese. Ich finde sie in einem Moment gut, in anderen denke ich, ach, bei meinem anderen Profil habe ich mehr. Da habe ich nicht mal einen Kredit. Okay, da habe ich auch noch keinen eigenen LKW, aber es bleibt ja dabei. Ich habe ja 2. Ich so. Den einen mache ich kaum noch weiter. Und beim anderen fahre ich nur die ganze Zeit Auftragsfahrten. Verdienen wir da total viel Geld zusammen. Das ist, glaube ich, fast 300.000. Was ich dann irgendwann mal in eine Firma und einen Truck ausgeben werde. Also einen Garagenausbau. Aber das hat ja hiermit nichts zu tun. Hier würde ich das ja auch ausgeben. Und dann möglicherweise noch einen 100.000er Kredit aufnehmen. Damit wir uns dann gleich einen Truck kaufen können und einen Fahrer einstellen. Ja, das ist ebenso ein bisschen kompliziert. Dieses Wirtschaftssystem hier im Spiel. Wir können uns das ja mal kurz angucken, wir haben ja Zeit. So sollte ich vielleicht nicht auf M drücken, sondern auf Escape. So. Neue Ausrüstungsteile. Oh Gott, die habe ich total vergessen. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich die vergessen. Auspuff. Das sind nur so eine extra Zierleisten. Frontschutzbügel Viking. Lampenbügel Dragonfly. Und 2 neue Räder. Und zwar Sirius. Vorne und hinten. Scania das gleiche. MAN das gleiche. Volvo das gleiche, DAF das gleiche. Renault fällt natürlich wieder ein bisschen raus. Für den Magnum alles. Und die Lackierung. Woo, 66. Und auch die Hinterräder. Und für den Iveco auch wieder das gleiche. Ich muss sagen, die Räder sehen cool aus, die Sirius-Räder. Die kann ich mir eigentlich gut an so einem Truck vorstellen. Da müssen wir zwar bei dem hier die Farbe zwar ein bisschen abändern, weil das mit dem Weiß... Das Weiß und Rot sticht sich ein bisschen. Ja, ich habe den dahinter die Vorfahrt genommen, habe ich gesehen. Es wird nicht so gut zusammenpassen. Aber sonst sehen die eigentlich gar nicht so schlecht aus, die Räder. Die passen jetzt zwar nicht zu dem Truck, aber die würden geil aussehen. Die würden an diesem Racing-Truck von Renault geil aussehen. Muss ja sagen, ich habe zwar... insgesamt 3 Profile, also 3 Spielstände. Aber bei dem habe ich immer noch das höchste Level. Welches Level bin ich hier? Ich wollte ganz anders zeigen.
bin ich Level 15, beim anderen bin ich glaube ich Level 14 und bei einem bin ich Level 12. Da zeigt er auch so ein bisschen, wie viel ich gezockt habe, abseits des Let's Plays. So, was wollte ich denn gucken? Firmenmanager. Den Garagenmanager, bitte einmal. Milano. Täglicher Profit 14.800. Produktivität 100%. Könnten wir aufrüsten. Kostet uns 180.000. Dann hätten wir aber diese beiden Plätze hier frei und könnten da zwei weitere LKW reinpacken. LKW-Wartung minus 52.000. 53.000, das ist der Wahnsinn. Huhuhu. Dann könnten wir uns hier einen neuen LKW dazusetzen. Ja. Zurückgelegte Strecke, knapp über 16.000 Kilometer. Das ist eine ganze Menge. Verkaufen, lackieren, aufrüsten gibt es denn hier als schöne Sachen. Ich stehe hier. Fahrerbewertung 4,2, wir sind aufgestiegen. Dann könnten wir hier auch einen weiteren Fahrer dazu machen. Der wird jetzt zwar kein Profit pro Strecke machen von 20 pro Kilometer. Das schafft er nicht, das schafft nur ich. Aber es bleibt ja dabei. Können wir mal kurz reingucken. Wir sind in Mailand. Da habe ich nicht meine Arbeitsagentur entdeckt. Dann holen wir uns einen polnischen Arbeiter. Sind ja ein bisschen billiger. Ach, kann ich jetzt gar nicht darauf zugreifen. Da ich ja jetzt gerade unterwegs bin. Ist ein bisschen blöd. Okay. Hätte ich aber auch selbst drauf kommen können. Naja, dafür brauchen wir noch ein bisschen Geld. Erstmal die 180.000. Ich hab hier was vergessen. Bank. Dann müssten wir uns hier noch einen 100.000er Kredit aufnehmen. Beim anderen sind es immer noch 45.000, die wir noch offen haben. 15 Tage sind es noch. Dann haben wir den zurückgezahlt. Ja, und so rechne ich denn eben hier mit dem Geld. Dass wir zwar eine ganze Menge haben, wenn man es so sieht, aber eigentlich doch gar nichts. Und so ein 400.000er Kredit will ich gar nicht aufnehmen. Und so viel abbezahlen. Wenn ich den aufnehmen würde, würde ich jetzt neu die Firma neu aufbauen. Mit LKW kaufen, würde denken, ah, ich habe doch Geld, kaufe mir noch einen. Und noch ein bisschen was übrig bleibt, würde ich den Kredit zurückzahlen. Dann hätten wir nur einen 400.000er Kredit, aber dann würde ich mir auch irgendwie blöd vorkommen, weil ich so viel Geld ausgegeben habe. Was mir eigentlich nicht gehört, was ich denn in, ich glaube 70 Tage läuft der, dann zurückzahlen müsste. Also was ich denn 70 Tage hätte, würde ich nicht vorher zurückzahlen. Finde ich irgendwie blöd. Nicht so toll. So ein schmutziges Geld. Gefällt mir denn nicht so. Naja. Bin ja trotzdem ehrgeizig und werde das schon irgendwann schaffen. Hier nach der Fahrt haben wir, ich sag jetzt einfach mal 140.000. Da machen wir noch eine 20.000er, 160, noch eine 20.000er, 180. Dann machen wir noch eine Fahrt, dass wir einen kleinen Puffer an Geld haben, bauen unsere Firma aus. Dann muss ich überlegen, fahre ich noch ein bisschen oder nehme ich gleich einen Kredit auf? Das ist die große Frage. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal so Richtung Mailand, damit wir unsere neue Firma dann auch mal wirklich sehen. Man muss ja wieder mal in die Heimatstadt kommen. Dann entdecke ich da die Arbeitsagentur, wie auch immer ich die noch nicht habe. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und dann mal sehen, wie gut sich die Fahrer schlagen. Ich hoffe gut. Dass die vielleicht so 10 pro Kilometer dann schaffen. 10 Euro. Das wäre die Hälfte von mir. Aber ich bin ja auch keine KI. Muss man ja immer bedenken.
Jetzt zuckern wir einfach mal hinterher. Schön in Ruhe. Mit 90 über die Autobahn. Wie gesagt, Radarkontrollen interessieren uns nicht. Wir können sowieso nicht schneller als 90 fahren. Boah, ist das eine Kurve. Boah, Leute. Ja, nee, mir war einer, aber ich muss da irgendwie ausweichen. Vollidiot, ist auch noch abgebogen. 300 Kilometer haben wir noch. Sollte zu schaffen sein. So. Müssen wir eigentlich bei der Landstraße fahren? Das ist mal eine gute Frage. Nee. Alle Autobahn. Perfekt. So will ich es doch immer haben. Nur eben dieses kleine Stück Bundesstraße. Aber die war ja nicht schlimm. Die war ja schön ausgebaut. Ist in Nürnberg nicht auch irgendein Fahrzeughersteller? Ist doch irgendwas, ne? Was ist denn da? Muss überlegen. Was ist bitte in Nürnberg? Ich wollte gerade sagen Audi, aber Audi ist Ingolstadt. BMW ist München. Also Autos nicht. Zumindest keine große Marke. MAN. MAN ist da. Maschinenwerke Augsburg-Nürnberg. MAN. MAN ist da. Können wir vielleicht mal gucken, ob wir da einen billigen Truck abgreifen können. Ich glaube, so realistisch ist das Spiel denn doch nicht, dass es den da auch wirklich gibt. So einen großen Händler. Oder zumindest einen kleinen. Falls es in Nürnberg überhaupt einen LKW-Händler gibt. Das ist ja schon mal Frage Nummer 1. Nicht einschlafen, nicht einschlafen. Das sieht hier wieder so trist aus, dafür, dass es 7:30 ist. Fängt es gar nicht wieder an zu regnen. Da muss ich wirklich die Regenwahrscheinlichkeit runterstellen. Denn das ist mir dann zu viel Regen. Oh. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Alte Flugzeuge. Oh! Ich lasse mich zu leicht ablenken. Das Geräusch war cool. Alles heil geblieben. Kein Schaden. Keine Strafe. Alles cool. Alles cool. So voll gegengefahren. Das Geräusch war cool. Dieses. Und dann stand er da. Da war ich zu sehr abgelenkt von diesen Flugzeugen. Aber schön. Ich bin ja nicht zum ersten Mal, glaube ich, vorbeigefahren. Und trotzdem finde ich noch irgendwas, was mich fasziniert. Na doch, ich müsste das erste Mal langfahren. Wenn ich mir recht überlege. Also hier zumindest jetzt. Und darunter, glaube ich, auch. Das bedeutet ja wieder, ein bisschen mehr erkundet. Die 100% Kartenerkundung rücken immer näher. Ich schätze mal, 100% schafft man nur, wenn man wirklich nachher frei rumfährt. Auftragslos und sich so ein paar Routen aussucht. Wo man denn wirklich lang fährt. Jetzt werde ich müde. Schon zu lange aufgenommen. Dafür passiert nicht genug im Spiel. Ganz vorsichtig hier, immer weiter vorn, immer weiter. Aber es gibt ja immer zwischendrin nochmal so eine Adrenalinkicks. Wenn sowas passiert wie eben. Und einfach nur so ein schöner Moment. Ah, da sind Flugzeuge. Bumm, schöner Moment zu Ende. Und dann kommt wieder ein schöner Moment. Ha, kein Schaden, keine Strafe. So muss es sein. Besteht aus
aus Höhen und Tiefen, dieses Spiel. Zwischendurch ein bisschen entspannender, ganz in Ruhe. So wie es einem gefällt. Ja. Ich glaube, das müde Werden liegt die ganze Zeit am Quatschen und so weiter und so fort. Das ist ja auch anstrengend. Die ganze Zeit durchweg zu reden. Auch wenn man es nicht glaubt. Wenn man so mit dem Kumpel zockt, geht es vielleicht noch. Und da redet man ja auch nicht ununterbrochen. Schon viel. Aber nicht so viel. Und nicht durchweg. Also jetzt 50 Minuten fast durchweg reden. Das merkt man denn schon nach einer Zeit. Wenn du nicht überholen willst, fahr ich jetzt rüber. Vollidiot, ey. Fährt der die ganze Zeit so halb hinter mir immer. Die ganze Zeit schon in den Spiegel geguckt. Fahr vorbei, da vorne kommen gleich welche. Bin gar nicht interessiert. 160 Kilometer noch. Dann sind wir durch. Bis jetzt sind wir immer noch bei 20.000, die wir kriegen würden. Also bau auf die Kralle. Denn Schaden gibt's noch nicht. Und pünktlich sollten wir auch ankommen. Also Pünktlichkeit ist ja hier kein Problem. Zeitfenster sind so groß. Verbleibende Zeit 8 Stunden 40. Und in 2 sind wir schon da. 2,5. Also haben wir einen Puffer von 6 Stunden. Das sollte passen. Jetzt nicht gleich eine Vollsperrung kommt auf der Autobahn, sollte das kein Problem sein. Massenkarambolage, Wartezeit 6 Stunden. Dann hätte ich schon so ein bisschen, oh, das könnte knapp werden. Aber sowas gibt's ja hier nicht. Es hätte sein Gutes, es hätte auch was Schlechtes, weil man denn hier so stehen muss, müsste. Aber so ein richtiger Stau, wenn das nur so langsam vorwärts geht, das würde ja schon gehen. Wenn er nur mit 20 km/h oder so lang fährt. Das ist für so eine schöne Strecke. Das hätte schon was für sich. Muss man aber wissen, ob es das ist, was man, das, was jetzt wirklich so gut umzusetzen wäre. Und ob das, wie gut man das im Spiel implementieren kann. Dass es nicht zu oft kommt, aber auch nicht zu wenig und so weiter und so fort. Dass es dann auch mit den Fahrzeiten ungefähr hinkommt. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man eine Lieferung zu spät bringt. Habe ich noch nicht gesehen. Also ist mir noch nicht passiert und habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Ich will es noch nicht ausprobieren, dass ich mich jetzt hier kurz vor dem Ziel hinstelle, einfach mal schlafe und dann zu spät komme. Das würde ich ja gar nicht wissen. Irgendwie sieht das heute so ein bisschen trist aus hier am Tag. Alles so bewölkt. Blöd. In Deutschland schneit es ja auch an manchen Stellen. Hier liegt kein Schnee. Hier ist alles grün statt weiß. Es hat zwar schon so ein bisschen geschneit, aber das bleibt doch nicht liegen. Der Boden ist ja noch viel zu warm dafür. Und draußen sind sowieso Plusgrade. Gab es in einer Schule so eine leichte Kontroverse, welcher Monat jetzt der beste ist? Es kam Winter von einer Person und nicht von mir. Da sage ich, dass mir der Frühling am besten gefällt, weil es langsam wieder warm wird. Aber sonst ist der Sommer den, den die meisten am schönsten finden. Kann man ja auch verstehen. Es ist schön warm, Sonne. Kann man mitarbeiten. Ich schätze mal, das ist auch die Meinung von den meisten, dass der Sommer am besten ist. Herbst, schätze ich mal,
sagen die wenigsten, dass der gut ist. Wenn du sagst, dass die Landschaft schön aussieht, so mit den farbigen Blättern, das stimmt ja schon. Aber Regen, Gewitter, kahle Bäume ist ja auch immer noch dabei. Weshalb man das ein bisschen relativieren muss. Muss man eben so sagen. Ich fahre immer noch mit Licht. Aber ohne Licht will ich gar nicht fahren. Es ist nämlich so dunkel. Das geht eigentlich. Ist gar kein Unterschied, ob Licht an ist oder nicht. Ich will mein Standlicht anmachen. Das sieht man nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl. Weil ich weiß, dass es anders. Ich bräuchte so einen Nebelscheinwerfer. Da sehe ich doch schon Nürnberg auf dem Navi. In weißer Schrift. Und auf dem Schild auch. Es ist nicht mehr weit. 20 Kilometer noch, dann sind wir da. In Nürnberg. Ach, ist das nicht schön. Rostock, Duisburg, Nürnberg in einer Folge. Und für beide kriegt man 20.000. Warum sage ich überhaupt was? Warum sage ich überhaupt was? Ich glaube, das war's mit den 20.000. Das war's mit den 20.000. Ich lege mich drauf fest. Nee? Alter, was ist das bitte für eine Ladung? Die geht nicht kaputt. Und wieso ist mein Truck gerade halb umgefallen? Könnte mir das bitte mal einer erklären? Wieso das Ding halb umgefallen ist? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso er das macht. Wieso tust du das? Erklär's mir, Herr Mercedes. Oh, hier ist eine Ampel. Uff. Ampel. Ampel. Ich dachte, hier wäre einfach so eine kleine Kreuzung. Aber nein, wir müssen hier eine Ampel hinsetzen, weil wir es können. Da scheint bestimmt noch ein Schild, was darauf hingewiesen hat. Achtung, Ampel. Bloß übersehen. Jetzt meine starke Vermutung. Die ist bestimmt doch richtig. Und würde ich gar nicht abstreiten. 90 darf man hier noch fahren. So gefällt es mir doch. Aber ich komme gleich so schnell auf 90, wie das 50er Schild steht. Ne, immer noch 90. Okay. Ich habe schon abgebremst gehabt. Erster Aufenthalt in Nürnberg. Ne, ich kam immer noch nicht auf 90 bis zum 50er Schild. Oh, da sehe ich die Arbeitsagentur. Dann ist das rechts auf dem PDA der LKW-Händler. Und nur ein kleiner. Weil der nicht neben der Werkstatt... Weil der sich nicht neben der Werkstatt befindet. So ist es korrekt ausgedrückt. So, bitte kein Linksabbieger vor mir. Och nö. Fährst du gleich? Da kommt nämlich keiner. Du auch? Boah, der fährt sogar direkt. Direkter als der davor. Ja, reparieren müssten wir auch wieder. Deshalb, dass das eigentlich keine 20.000er Fahrt ist. Aber wir kriegen das ausgezahlt. Die Nebenkosten zähle ich da nicht mit zu, sondern nur das, was ich da kriege. Bei Stokes müsste das sein, oder? Oh, für eine rote Ampel. Ich glaube, mein 6 Stunden Puffer nimmt ab. 0 Minuten, sagt mein Navi. Ja, wir haben nur noch 6 Stunden, 35 Minuten, um anzukommen. Ich sehe nicht mal die Ampel. Und die scheint ja so ein bisschen auf den Weg runter. So ein rötlicher Touch. Gelb und grün. Mal wieder ein bisschen blinken. Lässt du mich vor? Danke. Ja, Stokes.
Lag ich richtig mit meiner Vermutung? Ich glaube, das war im German Truck Simulator auch schon Stokes, weshalb ich das eigentlich nur wusste. So, wieder einmal her, schön anpassen. Und mit einem Ruck rein. Bisschen weit rumgedreht. Oh, wieder ein bisschen blöd gedreht. Aber passt. Ausgezeichnet. Das heißt, wir kriegen unsere 20.000. Wie haben wir hier für 20.000 für gekriegt? Wegen dem Grundbonus, weil wir ganz schön weit gefahren sind. Schätze ich mal nur. Sonst ist ja eigentlich kaum was dabei gewesen. An extra Geld. So, dann würde ich sagen, das war's für diesen extra langen Part. Morgen kommt keiner. Dafür Montag wieder. Also, sag ich mal, teilt euch diesen ein. Es gibt morgen keinen. Also, bis Montag, Leute. Ciao.